Laut der Bank of America ist ein großes Verkaufssignal getriggert worden, weil die Euphorie so extrem ist, dass eigentlich alle schon drin sein müssten. Wer soll jetzt noch kaufen? So die Logik, wenn die Euphorie so groß ist wie derzeit, heißt das, dass die Aktienmärkte heute fallen? Nein, das heißt es nicht. Das heißt aber, dass man vorsichtiger werden sollte, dass die Luft sehr dünn wird, dass Rückschläge jetzt potenziell anstehen und dass diese Rückschläge relativ heftig ausfallen, weil einfach die allerbeste aller Welten in die Märkte eingepreist ist. Auf der anderen Seite scheint das die US-Notenbank Fed ein bisschen anders zu sehen. Da hat man einen ziemlich seltsamen Schritt angekündigt, nämlich die Senkung der sogenannten Reverse Repo Rate, also der Zinsen, die Banken bekommen, Geschäftsbanken bekommen, wenn sie ihre überschüssige Liquidität bei der US-Notenbank Fed parken. Und was sagt uns das? Die Fed macht sich Sorgen um Liquidität. Und wir sehen, dass diese Reverse Repo Volumen, also dieses Liquiditätspolster, dieser Liquiditätspuffer auf den niedrigsten Stand seit April 2021 gefallen ist. Und das kontrastiert mit dieser totalen Euphorie an den Märkten. Wir haben also sozusagen Cracks in Sachen Liquidity, in Sachen Liquidität, die ja auch für die Aktienmärkte sehr entscheidend ist. Und wir auf der anderen Seite haben auf der anderen Seite diese extreme Euphorie, weil man sich sagt, oh super, beste aller Welten, Trump wird die Wirtschaft ankurbeln, ansonsten bei den Zöllen aber nur bellen und nicht so viel beißen. Also alles gut, wir gehen rein. Gestern deswegen S&P und Dow Jones mit neuen Schlusskursrekorden. Schauen wir uns die ganze Geschichte an. Hier sehen wir das. Eben Dow und S&P 500. Der S&P 500, der kommt jetzt wieder in so einer Wedge daher mit diesem neuen Allzeithochschlusskurs. Wir sehen, diese Woche Thanksgiving ist ja morgen in den USA, ist tendenziell sehr bullisch. Der schwächste Tag ist normalerweise der Mittwoch, also heute minus 0,1%, durchschnittlich median plus 0,18%. Mal gucken, wie es heute geht. Stehen ja wichtige Daten auf der Agenda, aber das ist das, was die Bank of America hier mal sagt. Wir haben eine so krasse Euphorie in den Märkten. Das Equity-Sentiment jetzt auf dem höchsten Stand seit mehr als 30 Monaten. Genauer gesagt war das zuletzt Ende 2018 der Fall. Was war Ende 2018? Damals hatte der gute Jerome kurz vor Weihnachten, Mitte Dezember, auf der Pressekonferenz gesagt, boah, wir sind ja so in Sachen Bilanzreduzierung im Modus Autopilot unterwegs, und das hat die Märkte komplett aus den Füßen gehoben. Alle waren long positioniert und sagt der praktisch, wir werden die Liquidität reduzieren. Dann sind die großen Player rausgegangen, es gab einen heftigen Sell-off, und jetzt sind wir also in ähnlichen Bereichen unterwegs. Dazu kommt noch, dass eben die Cash-Quoten der Fonds auf dem Rekordtief sind. 51% der Konsumenten erwarten höhere Aktienkurse in den nächsten 12 Monaten. Das ist der höchste Wert, der jemals ermittelt wurde. Wir sehen, dass unfassbar viel Geld in passive Formen geflossen ist, also in ETFs geflossen ist. Hier sehen wir übrigens mal diese Umfrage der das Conference Board, höchster Stand jetzt der Privatinvestoren, die höhere Kurse in den nächsten 12 Monaten erwarten, die Bank of America. Andere Baustelle sozusagen innerhalb der Bank sagt, also wir sehen nächstes Jahr 11% Zugewinne beim S&P 500, vielleicht für einige Aktien sogar noch viel mehr. Die Deutsche kommt raus mit dem Kursziel Ende 2025 bei 7.000 Punkten. Man sieht ein robustes Umfeld für Aktien, sieht diese Buybacks als maßgebliche Treiber. Also das sind Schlagzeilen, die Sie normalerweise nicht in der Nähe eines Bodens sehen, sondern in der Nähe eines Tops sehen, genauso wie das Volumen der Call-Optionen. Gestern höchstes Volumen seit Mitte 2021. 64% aller Optionen waren Calls, also da ist man ziemlich klar unterwegs, was soll schief gehen. Und wir sehen natürlich diese extreme Outperformance der US-Aktienmärkte. Wir sind dran, drei Standardabweichungen jetzt über dem, was der S&P 500 in Relation zum MSCI World performt. Das ist also natürlich völlig unbedenklich. Das wird immer so weitergehen, diese Fahnenstange wird sich weiter fortsetzen. Gestern dann Auftritt der Fed, das Protokoll war ja kurz nach der Wahl, dass die Fed hier
tagte und man wird so ein bisschen vorsichtiger. Das ist aus diesem Protokoll klar geworden. Hier sagt man etwa, also wir könnten die Lockerung des Leitzinses aussetzen und ihn auf einem restriktiven Niveau halten, wenn die Inflation hoch bliebe. Okay, und dann hier rechts sehen wir etwas Interessantes, wo hier einige Teilnehmer sagen, ja, es gibt ja eine große Unsicherheit über die sogenannte neutrale Rate der Zinsen, also welcher Zinssatz fördert die, der Zinssatz, der weder die Wirtschaft anschiebt noch bremst. Niemand weiß ja genau, wo das ist, aber man sucht die ganze Zeit danach. Das ist so ein bisschen Warten auf Godot. Alle warten auf die Antwort und sie kommt niemals, weil sie wahrscheinlich gar nicht gegeben werden kann, weil wir in einem dynamischen System sind. Jedenfalls sagen die, ja, also aufgrund der Unsicherheit über die neutrale Rate, wo die genau ist, könnte es erforderlich sein, die Zinsen weiter zu senken. Totaler Widerspruch in sich, aber sei es drum. Und dann jetzt diese ganze Geschichte mit der Liquidität, die Fed überlegt, die sogenannte Reverse Repo Rate zu senken. Normalerweise heißt das, sie macht sich Sorgen um Liquidität. Und wie gesagt, diese Reverse Repo Volumina jetzt auf 148 Milliarden Dollar runter. Vortag noch 186 Milliarden Dollar, das ist der niedrigste Stand seit 2021. Und wenn diese Geschichte mal leer ist, das ist wie so ein Liquiditätspuffer, der in Corona geschaffen wurde, eigentlich so als Corona-Notfallmaßnahme vorgesehen war, aber dann weiter bestanden hat, als Corona nicht mehr das Thema war, wie so oft bei diesen Corona-Maßnahmen. Jedenfalls hier ein Kommentar auf Twitter, wir werden bald rausfinden, wo wirklich die neutrale Rate ist. Wenn nämlich dieser Liquiditätspool leer ist, dann wird es sehr, sehr interessant. Wir haben also sozusagen jetzt abnehmende Liquidität. Und das wiederum jetzt in der Situation, wo aber die Fed Schwierigkeiten haben dürfte, die Zinsen deutlich zu senken. Heute kommen ja diese PCE-Daten, also Personal Consumption Expenditure, das, was die Fed eigentlich am ernstesten nimmt innerhalb dieser ganzen Inflationsgeschichte. Und wir sehen Medianen zum Vormonat in der Headline 0,25, also könnte 0,3 sein, könnte 0,2 sein, wenn das wird eine knappe Geschichte. Headline 2,3. Dann Core, also Kernrate ohne Nahrung und Energie, 0,28 und 2,8, also das wäre dann 0,3 und 3,0 gerundet. Also wir sehen, das ist schon eine relativ hohe Zahl, die jetzt nicht zwingend rechtfertigt, dass man weiter die Zinsen senken muss. Mal gucken, wie die Zahlen heute reinkommen. Wir haben einen neuen Handelsbeauftragten. Sie erinnern sich vielleicht noch an Robert Lighthizer, der 2018, 2019 diese ganzen Verhandlungen mit den Chinesen geführt hat, in Zöllen. Dieser Mann, das ist Jamieson Greer, das war praktisch seine rechte Hand damals. Der wird also jetzt sozusagen im Geiste von Lighthizer, der ja auch ein ziemlich scharfer Hund war in Sachen Zöllen gegen die Chinesen, der wird also diese Linie sehr intensiv vertreten. Da kann man sich sicher sein. Manche beginnen jetzt schon so ein bisschen zu kuschen. Die Vietnamesen haben gesagt, ja, schaut es mal her, lieber Amerikaner, lieber Donald, wir könnten ja vielleicht ein bisschen mehr LNG-Gas von euch kaufen, gell? Man wundert sich ja, warum Vietnam nicht genannt wurde bei dieser Ankündigung China, Mexiko, Kanada. Vielleicht hat man das vorher schon kommuniziert, wir kaufen bestimmt mehr Erdgas von euch. Vietnam ist ja so ein bisschen auch der Profiteur der Verlagerung von Produktion aus China heraus, auch weil eben die Zölle bestehen, ja auch unter Biden noch bestehen, diese Zölle auf chinesische Waren. Also lassen viele Chinesen in Vietnam produzieren, weil die Ware dann ja offiziell aus Vietnam kommt, wo ja die Zölle nicht relevant sind. Also wir sehen, da ist einiges in der Mache, manche beginnen zu kuschen. Andere werden das vielleicht nicht tun. Die Kanadier zum Beispiel, die exportieren ja sehr viel Energie in die USA. Und das ist ziemlich heftig. Würden jetzt die Amerikaner wirklich diese 25% Zölle machen, dann würde das Energie insgesamt in den USA und vor allem in bestimmten Regionen, ich hatte das gestern gezeigt, vor allem diese Region Lake Erie, diese Lake Michigan, diese ganzen Nordterritorien, die wären davon sehr, sehr stark betroffen, würden eine Preissteigerung gegenwärtigen, weil dieses System schon seit Jahrzehnten besteht. Auf der anderen Seite sehen wir den kanadischen Dollar jetzt auf ein 4,5-Jahrestief fallen gegenüber dem Dollar. Das war ja gestern das Muster, der Peso gefallen, der Canadian Dollar gefallen, Autowerte in den USA gefallen.
weil die diese Aussagen von Trump ernst nehmen, die Wall Street sonst sagt, lass ihn doch mal ein bisschen was daherbellen, das macht uns nichts, da sind wir entspannt. Und vielleicht wiederholt sich dieses Muster, was wir schon in der ersten Präsidentschaft von Seth Donald gesehen haben, nämlich, dass der Dollar vorher stärker wird, bevor Seth Donald ins Amt kommt. Und dann, wenn er drin ist, dann wird der Dollar schwächer, denn seine Politik wird nicht in einem stärkeren Dollar enden. Das denke ich auch. Bis dahin aber könnte der Dollar aufwerten, um dann wieder abzuwerten. Und abwerten tun manche Tech-Unternehmen. Jetzt hat der Jim Cramer von CNBC gesagt, also verliert nicht das Vertrauen, Kinder, in hier diese großen Tech-Werte. Don't lose your trust, don't lose your face, hat er gesagt, der Jim Cramer. Es gibt ja verschiedene Auffassungen über Jim Cramer. Entweder er ist wirklich ein totaler Kontraindikator oder er ist sozusagen dafür da, die kleinen Fische im Auftrag der großen Fische in die falsche Richtung zu lenken. Jim Cramer hat einen ziemlich guten Track Record. Wir sehen hier, Nvidia ist gefährdet. Da muss bald was kommen. 11% jetzt vom Top. Wir sind an einer wichtigen Trendkanallinie. Da droht ein Bruch. Mal sehen, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Gestern hatten wir Daten, respektive Zahlen von wichtigen Tech-Unternehmen, Dell etwa, auch so ein KI. Gestern dann allerdings hat sich's auskaiht, minus 11%. Ganz schwache Guidance, auch CrowdStrike sehr, sehr schwach. Also dieser KI-Sektor, der scheint ein bisschen was ein Problem zu haben, und das hatte gestern zumindest auch Bitcoin. Jetzt sind die Wahrscheinlichkeiten auf Kalshi etwa, dass Bitcoin noch die 100.000 erreicht, von 92% auf 6,4% gefallen. In 4 Tagen ist ja der Preis ein bisschen jetzt gefallen in letzter Zeit, und das sehen wir dann auch etwa hier bei den Verkäufen. Es sind wohl diejenigen, die sehr spät eingestiegen sind, die jetzt zuletzt verkauft haben, im Verlust verkauft haben, wie das hier aussieht. Peter Schiff übrigens, den ja der Liebling der Bitcoinistas als Goldbarke, der sagt ja, also ich bin sicher, dass jetzt diejenigen der großen Player, die sozusagen hier auf die Trump-Karte gesetzt haben, dass die jetzt ausgestiegen sind in diese Euphorie hinein. Denn genau das wollten sie erzeugen, indem sie Trump sozusagen einspannen für ihre Zwecke. Interessante Ansicht, kann man diskutieren. Diskutieren kann man auch über MicroStrategy, die Aktie. Jetzt mal eben 35% runter, seit der gute Mann auf CNBC gesprochen hat. Das sind mal eben 30 Milliarden Dollar in 4 Handelstagen, größter 4-Tages-Verlust von MicroStrategy. Also ist die Blase dabei zu platzen, das werden wir bald sehen, und damit meine ich nicht Bitcoin. Bitcoin ist keine Blase, oder beziehungsweise ist kein Schneeballsystem. Ob es eine Blase ist, ist eigentlich schwer zu beurteilen, weil niemand eigentlich beurteilen kann, wie viel Bitcoin wert sein müsste. Wir haben ja nicht Kriterien wie bei Unternehmen oder etc., wo du relativ klar sagen kannst, ist teuer, ist billig. Das ist bei Bitcoin per se, per Definition eigentlich nicht möglich. Aber Michael Saylor betreibt eben mit Bitcoin ein Schneeballsystem für MicroStrategy. Die Leute leihen ihm umsonst Geld und die werden ziemlich dumm aus der Wäsche schauen später. Dann China zum Beispiel, da schauen auch einige dumm aus der Wäsche. Da hat ja Goldman Sachs gesagt, kaufen. Da hat Mr. Tepper gesagt, kauft alles, was nicht auf den Baum kommt. Seitdem Alibaba minus 28%, der Hang Seng minus 18%, heute neue Daten von den Industrieprofiten. Und trotz Stimulus sind die sehr, sehr schwach. Sie sind um 10% gefallen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Letzten Monat war es noch schlechter, aber da ist keine Besserung in Sicht. Und still und heimlich, kaum jemand achtet drauf, sehen wir, dass der Rubel in Richtung Allzeittief zum Dollar fällt. Die Russen haben ernsthafte Probleme, die haben eine Stagflation, eine Wirtschaft, die nicht mehr so wächst, eine Kriegswirtschaft, die natürlich Allokationen von Kapital bedingt, die letztendlich ungesund sind. Es fehlen Arbeitskräfte. Wir haben diese Fokussierung auf Militärgüter, also das wird schon sehr, sehr teuer noch für Wladimir Putin.
Und die Russen, und das sehen wir jetzt im Rubelkurs, und teuer wird vielleicht auch dieser Winter für uns Europäer, der dürfte kälter werden laut Prognosen. Kältester Winter seit Beginn des Ukraine-Kriegs, so heißt es, mit Daten, die, so schwer das auch immer ist, versuchen bis in den März zu blicken. Da ist es gut, dass wir kompetente Männer an der Spitze haben, wie Robert Habeck, der also sagt, die Inflation sinkt, die Preise gehen runter. Also er glaubt, dass wenn die Inflation sinkt, die Preise auch fallen. Da müsste unser Wirtschaftsminister vielleicht noch weitere 3 Jahre Ausbildung als Wirtschaftsminister haben, die wir da investieren müssen. 21% des Haushalts der Deutschen und des deutschen Staates gehen für Subventionen drauf, muss man sich mal vorstellen. Und das wird unter dem guten Robert Habeck noch mehr. Strompreise zu hoch, kann man ja mit Milliarden Steuergeldern heruntersubventionieren, nachdem man vorher künstlich die Strompreise verteuert hat, CO2-Abgabe und so weiter und so fort. Mieten zu hoch, dann machen wir doch eine schärfere Mietpreisbremse. Wir sind voll in dieser Interventionsspirale nach Ludwig von Mises und wir sehen den Stellenabbau in Deutschland, der nimmt immer deutlichere Form an. Hier sehen wir mal dieses Bild, was Sie hier sehen. 6000 Autos in Essen stehen da rum, die nicht verkauft werden können. Weitgehend sind das Elektroautos, die werden jetzt wahrscheinlich zu Ramschpreisen versucht, irgendwie noch loszuwerden, bevor die komplett vergammeln. Und Audis, Volkswagen, ich habe so etwas noch nie gesehen, sagte der Betreiber, der diesen Platz hier anbietet und sich dumm und dämlich verdient. Wir sehen ja die Profite der deutschen Autokonzerne deutlich nach unten. Das gilt aber übrigens, wie Sie hier rechts sehen, auch für die Japaner. Also die leiden auch sehr, sehr stark. Die kriegen auch ihre Autos nicht so richtig los, haben auch diese Konkurrenz aus China. Abschließend 2 Empfehlungen. The sky is the limit. Hey, ja, höher, schneller, weiter, meine Damen und Herren. Kaufen, kaufen, kaufen. Letzte Chance. Dann fährt der Zug ab ohne Sie, oder? Wie ist es? Schauen Sie sich mal diesen Artikel an. Gerne weiterempfehlen. Und die 2. Empfehlung. Ja, wir sollten uns vorbereiten, auf was da kommt. Die EU ist wohl vorbereitet, hat Pläne. Und welche das sind, das sehen Sie hier in diesem Artikel. Gerne weiterempfehlen. Jetzt sage ich Servus, ciao.